Damit, meine Freunde, ein wunderschönes Hallo und herzlich willkommen zu diesem neuen Video auf diesem wunderschönen Kanal. Freunde, heute habe ich etwas Besonderes für euch. Und zwar das Folierungsvideo zu der neuen Folierung von meiner Duke. Ich hatte sie auf Instagram schon mal angeteasert und jetzt kommt sozusagen das offizielle Video dazu. Ich würde sagen, wir starten einfach hinten unten, und zwar mit den Felgenaufklebern. Die sind nicht von dem eigentlichen Dekor. Die hatte ich schon ein bisschen vorher, passt aber trotzdem farblich super dazu. Und finde ich, gibt nochmal einen super nicen Akzent hier mit dem Orange. Und da steht auch nochmal Duke. Also finde ich schon eine sehr nice Sache. Auch das 98 hier, das ist Serienlackierung sozusagen. Serienfolierung. Da müssen wir jetzt nicht größer drüber reden. Dann haben wir hier hinten, fängt es eigentlich so das an, und hier kann man es, glaube ich, auch am besten zeigen. Und zwar besteht die ganze Folierung aus so einem Navy-Camouflage. Also nicht dieses klassische Tarnmuster-Camouflage, da kommen wir auch gleich nochmal zu, sondern mehr dieses kantigere, was man vielleicht von der Navy oder generell von der Marine kennt. Und in dem Stil, schwarz-grau, ist eben auch das ganze Dekor gehalten, was ich unglaublich nice finde. Also wir haben hier hinten einmal die Sozius-Abdeckung. Natürlich, auf der anderen Seite sieht es entsprechend immer gleich aus. Finde ich, sieht sehr, sehr, sehr nice aus. Dann eben, ja, die Powerpart-Sitzbank sieht nochmal ein bisschen cooler aus, aber hat nichts mit dem Dekor zu tun. Und dann haben wir hier eben die gesamte Seite in diesem Marine-Camouflage. Highlight natürlich an der Stelle, der Onnit-Schriftzug. Der ist nicht einfach hier draufgeklebt oder so, sondern der ist im Dekor eingebaut. Finde ich, sieht auch farblich sehr, sehr geil aus. Und ja, verleiht dem Ganzen halt nochmal so ein bisschen was Eigenes, was Spezielles. Auch an der Schwinge hier hinten überall eben das Dekor. Hier haben sie sich leider verschnitten. Das Loch muss weiter hier hin. Aber das, ja, habe ich schon reklamiert, da bekomme ich ein neues. Ist halt jetzt erstmal so drauf, damit es auf den ersten Blick erkennt man es nicht. Und dann sieht es so natürlich deutlich nicer aus. Hier vorne natürlich auch alles. Es sind einfach 8 Aufkleber gewesen für ein Bauteil hier. Ihr wollt nicht wissen, wie Simon da reingehasselt hat, um das hinzukriegen. Was ist hier los, Simon? Ein Schnitt? Oh nein! Nein, ist in Ordnung. Hier auf jeden Fall, ich finde, es sieht einfach brutal geil aus. Generell dieser Look, dieses Dunkelgrau, dieses Schlichte, ich mag das. Viele Leute feiern es ja auch eher, wenn auf dem Dekor viele so Markenaufkleber drauf sind, Markenlogos und so. Ich mag es gar nicht. Ich will das schlicht, sauber, clean haben und dementsprechend, ja, seht ihr ja das Ergebnis. Wenn wir jetzt hier weiter vorgehen, dann sehen wir auch an der Lichtmaske, die ist etwas anders, die soll ein bisschen hervorstechen. Deswegen habe ich hier ein normales Camouflage, da sieht man auch vielleicht nochmal einen Unterschied. Das ist ganz normales, dieses normale Camouflage, an das man denkt. Und das hier ist eben das kantigere, ja, was ich jetzt so als Marine-Camouflage irgendwie betiteln würde. Am Anfang war ich mir nicht sicher, wie ich es finden soll. Am Anfang fand ich es sogar gar nicht so nice, weil einfach dieses normale Camouflage-Muster in Orange sieht halt ein bisschen billig aus. Aber umso länger ich es mir angucke, umso geiler finde ich es eigentlich. Sagt mal ehrlich, Freunde. Ist schon wild. Dadurch, dass ich aber das reklamiert habe, hier bekomme ich auch die Lichtmaske nochmal in Grau. Also im Prinzip in dem Farbton hier. Das heißt, sollte es mir irgendwann nicht gefallen, kann ich es immer noch hier, auf, wie es in der Mitte ist sozusagen, auf diesen normalen Navy-Camouflage-Look ändern. Dann hier vorne natürlich auch alles in der gleichen Lackierung. Wer hätte es gedacht? Und als ich hatte ja auf Discord schon öfters mal gepostet, so die Vorschau davon, und da haben viele gemeint, es wäre zu dunkel, es wäre zu langweilig, weil da war im Prinzip nur vorne das Orange, der Rest ist ja eigentlich grau-schwarz. Aber ich finde jetzt in echt, und das war auch damals schon meine Vermutung, finde ich, sieht es nämlich ziemlich nice aus. Mit dem 98-Schriftzug, mit den Felgenaufklebern, mit hier den Schützern, mit den Bremshebeln und so weiter, sind da so viele Orange-Akzente noch drin. Hier der Schlüsselanhänger, der ja auch letztendlich zählt. Hier der Powerparts-Schriftzug und so. Das sind alles dann so Sachen, die das Ganze natürlich so einen Akzentton verpassen. Und ich finde, damit haben wir hier auf jeden Fall super Akzente mit Schwarz und Orange.
Also ich mag's, ich feier's. Schreibt's gerne mal in die Kommentare, wie ihr das Dekor findet. Und ich fand auch die ganze Zeit als großes Manko noch, dass das Federbein weiß ist. Das hat mich am Anfang wirklich gestört. Hab nie verstanden, warum man nicht einfach ein schwarzes reinmacht und gut ist. Dadurch, dass aber jetzt hier der Onnet-Schriftzug weiß ist und auch generell hier ein paar helle Grautöne drin sind, finde ich, passt's wieder. Ich finde, jetzt sieht's ziemlich, ziemlich passend und ziemlich, ziemlich nice aus. Gefällt mir wirklich sehr gut. Ich finde auch die Location hier übrigens nice. Können wir da noch ganz kurz drüber sprechen? Ich habe die heute eben neu entdeckt. Sonst fahre ich immer hier außen rum, die Straße, und dann fährt man da Richtung Innenstadt. Hier auf der Seite war ich noch nie. Hier links sind auch so ein Springbrunnen, wo so ganz viele Kindergärten und, weiß ich nicht, Grundschulklassen sich abkühlen. Filme ich aber nicht, weil das ist nicht ganz so der Content, den ich bringen will. Kleine Kinder im Springbrunnen. Dementsprechend bleiben wir schön hier in diese Richtung. Und das sieht auch sehr, sehr nice aus. Übrigens, das, da oben ist das Hotel, wo auch die ganzen Fußballmannschaften und irgendwelche Sängerstars und so weiter meistens reingehen, wenn sie in Frankfurt sind. Wenn sie gegen die Eintracht spielen oder so. Ist meistens Bayern da oben drin und so. Als kleiner Funfact. Ansonsten, Freunde, ich hatte es am Anfang schon angekündigt, möchte ich im heutigen Video... Warte, die lege ich ganz kurz ab. Möchte ich im heutigen Video euch auch meinen neuen Merch präsentieren. Am besten blende ich das aber ein, weil jetzt hier so zu zeigen ist immer ein bisschen schwierig. Und zwar heute 20 Uhr geht mein Merch-Shop online. Der ist eigentlich von meinem Hauptkanal. Ihr wisst ja, vielleicht wisst ihr es auch nicht, ich habe eigentlich noch einen Hauptkanal, einen Gaming-Kanal, der auch ein bisschen größer ist als der hier. Und der kriegt eben neuen Merchandise. Und dann habe ich es mir nicht lumpen lassen, auch ein Design für unsere Motorradfreunde zu machen, für unsere Biker-Crew. Und dementsprechend ist das eben dieses Design hier, was ich euch jetzt zeigen möchte. Wir haben einmal auf der Brust so einen Helm in Orange, gibt es aber auch in neutraleren Farben, einfach in Schwarz und Weiß und so, damit da auf jeden Fall auch für jeden was dabei ist, wenn das Motorrad jetzt nicht unbedingt orange ist. Bei mir passt es halt einfach perfekt farblich. Und ich finde, es sieht auch sehr, sehr geil aus. Wenn einem das aber zu viel ist, haben wir das Ganze auch nochmal in Schwarz-Weiß. Ich weiß nicht, ob es direkt zum Release da sein wird oder ein paar Tage später kommt, aber... Wie gesagt, ich finde es in Orange eh am nicesten. Ansonsten, ja, an den Ärmeln haben wir Brake Less und Be Fast. Hat den kleinen Hintergrund, dass es mich beim Auto und auch beim Motorradfahren immer aufregt, wenn die Leute grundlos bremsen. Zum Beispiel Autobahnausfahrt, bremsen sie schon auf der Autobahn, um dann rauszufahren oder so Sachen. Ey, ich verstehe es nicht. Dementsprechend soll das Ganze eben sagen, bremst mal weniger, benutzt mehr Motorbremse, fahrt vorausschauender und seid einfach mal zügig unterwegs. Das soll nicht heißen, dass ihr rasen sollt, und es soll auch nicht heißen, dass man irgendwie nicht bremsen soll. Bitte bremst, bevor ihr einen Unfall habt. Ich möchte niemanden irgendwie falsch ermutigen oder so. Sondern es geht wirklich einfach darum, dass man vorausschauend fährt und weniger sinnlos bremst. Darum geht es mehr. Das fehlt nur so als kleine Erklärung. Steht auf jeden Fall auf den Ärmeln, dass wenn ihr am Lenker seid, dass im Prinzip hier die Leute, die nebendran im Auto sitzen, das perfekt lesen können. Ja, feiere ich persönlich. Und dann auf dem Rücken haben wir natürlich das Hauptmotiv. Wieder diesen großen Helm mit BeFast und Brake Less nochmal. Und ein paar, ja, Feinheiten. Ich finde, es sieht sehr, sehr, sehr nice aus. Die Designs sind auch von mir erstellt, beziehungsweise... Und das Motorraddesign war meine Idee, ich habe es konzipiert und dann hat es eben Designer nochmal so gemacht, dass man es drucken kann, bessere Auflösung und so weiter. Also im Prinzip, da steckt wirklich eigene Arbeit drin, es ist nicht irgendwie so, ja, macht mir mal was und dann verkaufen wir es, sondern ja, ist wirklich so von mir irgendwie gemacht. Insofern, wenn ihr euch der unserer tollen Onnet-Crew anschließen wollt, dann checkt es doch sehr, sehr gerne mal aus. Link ist in der Beschreibung, da sind eben auch die ganzen anderen Designs für den Gaming-Kanal. Vielleicht gefällt euch auch davon ja irgendetwas. Ach, kleine Anekdote kann ich noch erzählen. Und zwar, beim Folieren ist mir aufgefallen, dass hier die Schraube fehlt. Schraube also weg. Auf der anderen Seite, dass ihr mal seht, wie es aussehen soll, ist so eine Unterlegscheibe und eben eine Schraube in der Mitte. So, die ist mir beim Folieren aufgefallen, dass sie weg ist. Gut, dachte ich mir, ich habe die schon mal verloren. Ist halt so, egal. Die Unterlegscheibe war übrigens noch drin. So, ich laufe gestern über einen Campus am Motorradparkplatz vorbei. Was sehe ich da? Eine wunderbare Schraube. Ich dachte mir doch, auf den ersten Blick, ich als... Profi-Ingenieur, hab das natürlich direkt erspäht. Die Schraube passt da rein. Dreh die da rein, merk, irgendwas ist anders. Ah, Unterlegescheibe fehlt noch. Ich also, schlau wie ich bin, Schraube aufgehoben, eingepackt, mitgenommen und reingeschraubt. Und es hält. Zwar nicht mit Unterlegscheibe, es ist also nicht die Original, die ich verloren habe, aber es passt trotzdem. Und jetzt ist es hier wieder fest. So lobe ich mir das. Daumen hoch dafür. Ja, Freunde, und das soll es dann auch mit dem heutigen Video mal gewesen sein. So viel, glaube ich, gestanden haben wir auch noch nicht. Und es ist so asozial warm. Also, ich schwitze mich zu Tode. Gestern 40 Grad, jetzt auch wieder. Es geht, ich dachte, es geht, aber es ist immer noch übel warm. Insofern, Freunde,
Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne gratis einen Daumen nach oben da, abonniert den Kanal und dann sehen wir uns auch schon im nächsten Video. Und heute Abend, wie gesagt, 20 Uhr Merch Release. Denkt dran. Bis dahin, macht's gut, haut rein, bis bald und ciao. Peace.